Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor einigen Tagen auf der Action-Webseite gestöbert und gesehen, dass es neue Acrylmarker gibt. Direkt am Montag habe ich mich dann losgemacht, um die Marker zu suchen. Und ich hatte sogar Erfolg. In dem Markerset sind 20 Stifte enthalten. Davon trocknen 3 Stifte metallisch ab. 2 sollen im Neon-Look richtig knallen. Auf der Rückseite der Verpackung sind die einzelnen Farben mit den jeweiligen Strichstärken vermerkt. Außerdem finden wir eine Gebrauchseinweisung sowie Informationen über die Farbe selbst. Demnach sollen die Farben auf Wasserbasis und säurefrei sein. Außerdem sollen die Farben vollständig decken und matt trocknen. Wichtig zu beachten ist, dass die Farben nicht lebensmittelecht sind. Sie sollen für Oberflächen wie Holz, Metall, Papier und Karton geeignet sein. Wie die Farben wirklich performen, schauen wir uns in dem heutigen Video an. Viel Spaß! Vorab wollte ich euch noch die verschiedenen Minenstärken zeigen. Links die 0,7 mm Spitze, in der Mitte die Spitze mit 0,9 bis 1,3 mm und rechts die Spitze mit einer Strichstärke von 1,8 bis 2,5 mm. Zunächst habe ich die Farben auf Markerpapier geswatcht. Damit die Marker aktiviert werden, müssen diese vorab geschüttelt werden und dann auf Papier aufgepumpt werden, bis sich die Spitze mit Tinte füllt. Bei dem braunen Stift hat das auf Anhieb funktioniert. Der orange Stift hat mich etwas geärgert. Als ich den aufgemacht habe, war bereits in der Spitze Farbe. Die Farbe, die aber in der Spitze war, war nicht richtig aufgeschüttelt oder gepumpt und die Farbe war ziemlich dünn, fast wie Aquarellfarbe. Als ich den Stift dann nochmal richtig geschüttelt habe und gepumpt habe, kam dann auch die richtige Farbe zum Vorschein. Bei dem rosa Stift hat es ziemlich lange gedauert, die Farbe zu aktivieren. Da habe ich bestimmt 5 Minuten geschüttelt und gepumpt, bis endlich was in die Spitze lief. Bei den restlichen Stiften hat das Aktivieren der Farbe ohne Probleme funktioniert. Bei näherer Betrachtung der getrockneten Farben lässt sich ein dunklerer Rand erkennen. Dieser fällt vor allem bei dem Lavendel- und dem Mintton auf. Aber auch bei dem Grün- und dem Cyanton ist dieser Rand deutlich zu erkennen. Auch die Farbe der Markerdeckel gibt nur wenig Aufschluss darauf, wie die Farbe tatsächlich aussieht. Daher rate ich euch, diese vorher wirklich zu swatchen. Zunächst habe ich die Marker auf ganz normalem Markerpapier ausprobiert. Dazu habe ich mich an den Blumen auf der Verpackung orientiert. Die Farbe bleibt auf Papier länger feucht. Dadurch lassen sich gute Übergänge schaffen. Wer allerdings plakativ malen möchte, braucht etwas mehr Geduld. Bei näherer Betrachtung der gemalten Blume erkennt man, dass der lila Ton beziehungsweise der Lavendelton ziemlich fleckig abtrocknet. Außerdem scheinen die Minen auf Papier so hart zu sein, dass sie das Papier aufrauen. Dadurch entstehen an einzelnen Stellen Fusseln. Auch auf dem Karton habe ich mich dazu entschlossen, eine Blume zu malen. Wenn man den Orangeton mit dem Lachstum im Inneren der Blume vergleicht, wird direkt ersichtlich, dass dieser viel transparenter ist. Während der Lachston deckend ist, ist das Orange sehr durchscheinend. Auf dem Karton ist es außerdem schwierig, einen gleichmäßigen Farbauftrag zu erzielen. Wie auch auf dem Papier ergibt sich dasselbe Problem mit den Fusseln. Auf Holz habe ich zunächst einen Metallic-Marker ausprobiert. Dieser hat mich aber überhaupt nicht überzeugt. Die Farbe ist direkt ausgelaufen und hat keine scharfen Konturen auf dem Holz hinterlassen. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass die Metallic-Partikel im Inneren der Zeichnung sind, während die Tinte nach außen hin verschwimmt. Da mich das Ergebnis mit dem Metallic-Marker nicht zufriedengestellt hat, habe ich einen Versuch mit den matten Markern gestartet. Dies war, wie sich später herausstellte, kein Fehler. Das Ergebnis ist sehr gleichmäßig geworden und hat einen super Finish. Mir gefällt auch sehr gut, dass die Maserung des Holzes durchscheint. Auch auf Metall habe ich die Marker ausprobiert. Ich habe 3 verschiedene Farben ausgewählt, um die Blüten zu malen. Das Rosa und das Gelb kommen auf dem Metall sehr gut heraus. Das Weiß schwächelt etwas. Ich habe die Blüten trocknen gelassen und eine zweite Schicht darüber aufgetragen. Das hat bis auf wenige Ausnahmen sehr gut funktioniert. Teilweise wurde die Farbe aber auch wieder abgetragen. Auf Metall trocknet die Farbe deutlich schneller als auf Papier.
Auftupfen des Blütenstempels hat auch sehr gut funktioniert. Dabei wurde keine Farbe abgetragen. In der Nahaufnahme ist nochmal deutlich zu sehen, dass das Weiß viel mehr Schlieren zieht als die anderen beiden Farben. Ansonsten bin ich von dem Farbauftrag sehr überzeugt. Leider habe ich keinen glatten Stein gefunden. Daher musste ich die Stifte auf einen unebenen Stein ausprobieren. Die Stifte haben auf dem unebenen Material auch sehr gut funktioniert. Auch die Deckkraft ist sehr gut auf dem schwarzen Stein. Linien lassen sich hervorragend auf dem Glas auftragen. Das Füllen der einzelnen Blätter ist nicht so optimal gewesen. Der Farbauftrag ist sehr ungleichmäßig. Je nach Farbe lassen sich Flächen besser oder schlechter füllen. Das Flieder, Magenta und Gelb funktionieren hervorragend auf Glas. Auch beim Füllen von Flächen besteht kein Problem. Der Goldton lässt sich vor allem über bereits ausgemalte Flächen sehr gleichmäßig auftragen. Dies gilt ebenfalls für den Silberton. Das bemalte Material habe ich noch einmal bei Tageslicht abgefilmt. Dabei komme ich zu folgendem Fazit. Die Stifte kosten 9,99 Euro. Demnach kostet ein Marker um die 50 Cent. Meiner Meinung nach handelt es sich um sehr preiswerte Stifte, die einen sehr guten Farbfluss haben. Auf Pappe und Karton trocknet die Farbe leider sehr fleckig ab. Dies liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass die Minen das Papier aufrauen. Das Ergebnis auf Holz ist sehr gleichmäßig geworden. Auf diesem Material ist der Marker ein eindeutiger Testsieger. Lediglich die metallischen Marker eignen sich meines Erachtens nicht für den Gebrauch auf Holz, da diese sehr stark auslaufen. Auch auf Stein hinterlässt der Marker eine gut deckende Farbschicht. Auf Glas eignet sich der Stift vor allem für Beschriftungen und einfache Form. Flächen lassen sich damit leider nicht gleichmäßig füllen. Für die ganzen Bastler unter uns würde ich die Stifte klar empfehlen. Wer gerne auf Stein und anderen Materialien außer Papier und Pappe malt, sollte zugreifen. Wer jedoch mit dem Gedanken spielt, die Farbe für Pappe oder Karton zu kaufen, dem rate ich allerdings von dem Kauf ab. Und somit wären wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr die Stifte auch schon ausprobiert habt und wie ihr die Performance auf unterschiedlichen Materialien findet. Wenn euch das Video gefallen hat,
lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder klickt auf den Abonnieren-Button. Ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen!